Hey, Kommandantin. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erwartet, aber Darth Rivex ist hier. Rivex? Er ist hier? Jetzt? Er ist hier und will euch unbedingt sehen. Allein. Er war sehr nachdrücklich, was diesen Teil betraf. Ich habe ihn im Besprechungsraum warten lassen und gesagt, ihr würdet ihn treffen, sobald ihr Zeit hättet. Aber er sagte, es könne nicht warten. Ich will ihn sofort sehen. Der kann warten. In Ordnung. Ich gehe sofort hin. Okay. Und damit willkommen zur nächsten Folge. Star Wars The Old Republic. Gerade jemand springt mich erstmal eine an. Genau. Imperialer Agent bzw. scharfer Schütze. Jetzt nach etwas mehr Verzögerung, weil ich einfach keine Zeit hatte zum Aufnehmen in der Woche, kommt jetzt doch endlich hier Geheimnisse der Enklave. Unter deiner Führung haben die Streitkräfte der Allianz viele Hindernisse überwunden und zahlreiche Gegner besiegt, aber die Galaxis kommt nicht lange zur Ruhe. Da Friedrich ist der Kontakt zur Hand des Imperiums ist unerwartet auf Odessa eingetroffen hat, nachdrücklich um ein Treffen gebeten. Sprich in der Allianzführung mit Friedrich, um mehr zu erfahren. Genau. Wo müssen wir dafür hin? Da hinten. Vengeance, genau, da ist der Flashpoint. Der ist nicht direkt auf Dantooine, der ist hier. Ich vermute mal, hier haben sie auch noch genug Platz gelassen für weitere Flashpoints. Erstmal gehen wir hier rein. Ich vermute mal, hier kann später auch noch einer reinkommen. So, also, da ist wirklich genug Platz. Kommandantin, es freut mich, euch wiederzusehen. Ich muss sagen, ich genieße meine Besuche. Nicht zuletzt, weil unter eurer fähigen Führung alles reibungslos abläuft. Ist alles in Ordnung? Ich dachte, das wäre dringend. Bringt einfach euer Anliegen vor. Hilo sagte, ihr wolltet mich sofort sehen. Das habe ich wohl gesagt, ja. Ich entschuldige mich aufrichtig für meinen Auftritt. Ich muss euch etwas mitteilen, das nicht auf eine formelle Einladung warten kann. Natürlich bin ich sicher. Ich würde diesen Wahnsinnigen überall erkennen. Ich konnte seine Gegenwart spüren, noch bevor er einen Fuß auf Dantooine setzte. Je länger ihr herumsitzt und meine Aussage in Frage stellt, desto mehr Zeit hat er, um mit seiner Aktion in den Ruinen davonzukommen. Was immer es sein mag. Unsere Geheimdienstoffiziere haben sich dieses Mal wirklich selbst übertroffen. Was war das? Ein Geheimtreffen mit der Jedi-Führung. Oder was davon übrig ist. Diese Frau, Arin Linnea, behauptet, sie habe Darth Malgus gesehen, wie er die Jedi-Enklave auf Dantooine betreten hat. Er war so lange verschollen, aber offenbar hat unser fehlgeleiteter dunkler Lord endlich beschlossen, sich zu zeigen. Unsere Kaiserin ist unzufrieden. Was ist mit Malgus Leine? Warum ist Asina wütend? Ihr habt eure Aufgabe versagt. Wo ist Malgus gewesen? Habt ihr keine Methoden, ihn zurückzurufen? Früher einmal. Aber es ist klar, dass diese Vorsichtsmaßnahmen nicht mehr funktionieren. Welchen Botengang Malgus auf Dantooine auch macht, Kaiserin Asina hat ihn mit Sicherheit nicht angeordnet. Angesichts der Umstände hat der Imperiale Bergungsdienst vorgeschlagen, eine komplette Ausgrabungseinheit zu entsenden, die Ruinen durchsucht und Malgus dingfest macht. Aber die Kaiserin will nicht, dass Malgus neue Freiheit sich herumspricht. Also schlug ich eine unauffälligere Herangehensweise vor. Und für diese unauffälligere Herangehensweise braucht ihr mich. Genauso ist es. Ein kleiner Einsatztrupp, ihr, ich und eine sehr mächtige Verbündete, wäre absolut in der Lage herauszufinden, was Malgus in diesen Jedi-Ruinen vorhatte. Ich stimme euch völlig zu. Mächtige Verbündete? Ich will eure Verbündeten nicht. Genau für Missionen wie diese wurde die Hand geschaffen. Darth Krovos, euer Timing ist so perfekt wie eh und je. Entschuldigt, dass ich nicht früher hier sein konnte. Die Logistik macht Feldtests mit neuen Colto-Packs und wollte vor dem Beginn meine Freigabe. Ich nehme an, ihr seid über die Lage informiert? Wir sollten aufbrechen, bevor sich unser Zeitfenster schließt. Ihr kommt mit uns nach Dantooine? Ich muss wohl nicht erklären, wie schwerwiegend die Konsequenzen wären, wenn Darth Malgus erneut abtrünnig geworden wäre.
Die Wichtigkeit dieser Mission erfordert meine persönliche Teilnahme. Das weiß ich zu schätzen. Flirten, ich Glückspilz. Vergesst nicht, wer das Kommando hat. Ja gut, flirten müssen wir machen. Ich wollte schon immer enger mit euch zusammenarbeiten, Kovos. Vielleicht sollte ich Malgus dankbar sein. So weit würde ich nicht gehen. Wir haben lange genug gewartet. Wenn wir Dentor nicht schnell erreichen, verlieren wir Malgus Spur. Ich treffe euch beide an der Fähre. Alles klar. Kovos, sollte die Hand nicht außerhalb des Einflussbereichs des Rats der Sith operieren? Kovos ist nicht wie die anderen im Rat. Sie ist fest entschlossen, das Imperium zu stärken. Von ihren beträchtlichen Kampffähigkeiten ganz zu schweigen. Wie auch immer, wir können uns den Luxus nicht leisten, bei unseren Verbündeten wählerisch zu sein. Wenn wir diese Chance jetzt nicht nutzen, riskieren wir ohne Zweifel eine spätere Einmischung der Republik. Unsere Fähre wartet. Nach euch. Nach uns, genau. Aber kann es sein, dass sich die Stimme verändert hat? Oder kommt das vor so vor, als ob der Charakter plötzlich komplett sich anders anhört? Jetzt also unser Charakter. Kali hört sich mir noch genau gleich an. Gut, das hat sich jetzt auch nicht, hätte mich jetzt auch nicht überrascht. Einzelspieler-Story, genau. Okay, spielen klicken brauche ich glaube ich nicht, dann spawne ich glaube ich auch nur hier. So, schließe den Flashpoint-Geheimnisse der Enklave ab. Ich glaube, den haben wir sogar schon angenommen. Hier ist auch das Terminal. Ja, haben wir. Gut, dann rein da. Das Bild, das kennen wir ja bereits. Der Flashpoint ist übrigens komplett blind. Also ich habe ihn noch nicht gezockt. Ich habe auch nicht mal ein Video davon geguckt. Also ich kenne hier gar nichts. Das ist für mich komplett neu. Das Einzige, was wir ja kennen, ist das aus dem Data Mining. Das war es so gesehen genauso wie bei Spirit of Vengeance. Da kannte ich auch noch nichts außer das Data Mining. Hier ist es genau das gleiche. Wir nähern uns unserem Ziel. In einigen Minuten landen wir auf Dantooine. Wie wollt ihr uns runterbringen, ohne die Aufmerksamkeit der Republik zu erregen? Ah, vergesst nicht, dass Dantooine nicht gerade eine dicht bevölkerte Metropole ist. Ihrer Regierung mangelt es an Organisation, und wenn es um offiziell sanktionierte Reisen geht, sagen wir einfach, eine kleine Fähre wie unsere wird kein Problem haben, unbemerkt einzudringen. Wir dürfen bei dieser Mission auf keinen Fall Aufmerksamkeit erregen, Rivix. Hoffentlich vergesst ihr das nicht. Natürlich nicht. Wir sollten keine Probleme haben, die Ruinen der Enklave zu erreichen. Überhaupt keine Probleme. Wenn ihr das sagt, hoffe ich auch mal, dass das stimmt. So. Da ich das ja schon von der Karte her weiß, was mich erwartet, weiß ich ja, dass es nicht die Botavol-Bereiche sind. Schade eigentlich. Ich bin einfach das Terminal davor im Video sieht. Bisschen peinlich. Weil hier das Rufterminal sieht man einfach da. Yep. Sagtet ihr nicht etwas über keine Probleme? Oh. Verdammt. Unser Zeitfenster war klein, aber ich war mir sicher, wir würden als Erste eintreffen. Ja, klar. Das Militär der Republik braucht ewig, um eine Entscheidung zu treffen. Geschweige zu handeln. Ich kann nicht glauben, dass sie so schnell eine derartige Machtdemonstration mobilisiert haben. Wir brauchen einen neuen Plan. Und jetzt? Das ist eure Schuld. Den Haupteingang zu nehmen ist für uns keine Option mehr. Vorschläge? Naja, wir werden ja wohl kaum an den republikanischen Soldaten vorbeimarschieren und potenziell unsere Beute verschrecken. Darf ich eine alternative Route vorschlagen? Vor Jahren wurden die Ruinen der Enklave von vielen Leuten geplündert, die damit ihren Lebensunterhalt bestritten haben. Ihre Anführer waren damit nicht einverstanden. Also haben sie geheime Zugangstunnel angelegt. Wir werden zweifellos auf Widerstand durch Patrouillen stoßen. Aber wenn wir so einen Tunnel finden, haben wir eine viel höhere Chance, die Ruinen zu erreichen, als durch einen direkten Angriff. Und können die Mission hoffentlich weiterhin zumindest teilweise geheim halten. Ja, das war ja klar. Der Plan gefällt mir. Nicht schlecht. Ich hasse den Plan. Klingt nach einem guten Plan. Gut gemacht. Freut mich, dass ihr zustimmt. Zumal wir keine große Wahl haben. Dann los, bevor die Republik noch mehr Verstärkung schickt. So, okay. Dann los. Auf Dantooine. Gut, der Podest-Eintrag, der war immer vollgestört.
Gut, ich glaube, den kriegen wir auch noch so. Die Plünderer von Dan. Hatte ich den nicht gerade gehabt? Ja, wo stand das jetzt nur drin? Was ist eigentlich verlorenes Wissen? Plünderer von Dantooine. Habe ich den nicht gerade sogar schon offen gehabt? Nö. Die Plünderer von Dantooine, haben wir das hier? Die Pilgerreise. Mann, wo steht denn das? Vestarion, ja, macht auch keinen Sinn, Organisation. Die Plünderer, nee. Ich habe keine Ahnung, wo das steht. Schiffe, macht auch keinen Sinn. Eigentlich macht das alles keinen Sinn. Eigentlich macht nur Wissen einen Sinn, aber hier ist es nicht. Ach, ist doch egal. So. Auch wenn wir nur Rewix als Gefährte angezeigt wird, glaube ich mal, dass wir alle haben. Mittlerweile haben wir übrigens auch hier dieses neue Season-System. Ich bin sogar hier schon Stufe 6. Nee, beziehungsweise ich bin Stufe 5. Da. Ein Token habe ich sogar schon. Ich weiß gar nicht, ob die im Inventar sind oder ob die im Dings sind. Ich glaube, die sind hier, ne? Galaktische Dingster-Token. Da, genau. 1 von 15. Man kann nur 15 maximal haben, okay. Ein bisschen wenig. Kartellmünzen gibt es übrigens auch. Ich habe sogar 200 schon gekriegt. Ich glaube, es gibt bis zu 4000. Was? Genieße die Aussicht. Nehmt ihr mal meine Zeit, um die Schönheit von Dantooine zu genießen. Das ist ja geil. Und ja, irgendwie direkt schon ein Secret-Erfolg gefunden. Da ist auch noch irgendwie sowas Verstecktes. Abgestürzte Obstlieferung. Schauen wir uns mal nebenbei schon mal die Erfolge an, die wir kriegen können. Das interessiert mich nämlich auch gerade. Ja, wenn die natürlich nicht wieder weg gewesen wären. Flashpoints. Da. Kolikoiden. Müsste eigentlich irgendwas sein, wo ich relativ wenig habe. Wie heißt das Ding überhaupt? Geheimnisse denn? Klar weiß das. Ja, wo ist er denn jetzt? Da. Genau, allgemein. Abschließend mit einem Rep oder einem Imp, das muss ich dann auch nochmal machen. Gegner besiegen, okay, das ist klar. Republikanische Einheiten besiegen. Okay, hier ist jeweils Dings da. 50 Kreaturen, dann haben wir hier noch Kreaturen, die sie dir... Was? Zeige deinen heimischen Kreaturen, dass sie dir am Herzen liegen. Freund dich mit deinem Kaffhund an, okay. Relikte müssen wir auch noch finden. Erstes, drittes, zweites, viertes. Gut, dass es auch nicht alphabetisch sage ich schon, mit den Zahlen sortiert ist, sondern einfach mal irgendwie random. Okay, da können wir nicht lang. Okay, da stehen zwei Gegner, aber ich glaube nicht, dass wir da rein können. Wir müssen außen rumgehen. Wir können sogar einen Gleiter nutzen. Boah, das ist ja geil. Bin ich ja gar nicht gewohnt von Flashpoints. So, was sind wir hier drin? Dann ist das Futterobjekt aus der Kiste. Ah, vielleicht können wir damit irgendwie so ein Viech holen. Das kann natürlich sein. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Warte, hier. Könnte jemanden schmecken. Aber dafür habe ich nur ein paar Sekunden Zeit. Hier, Kaffhund. Hier, komm her. Komm. Nein, du sollst auf mich gehen. Hier, wie kann ich dir das Scheißding denn geben? So nicht. Ja, komm, hol's dir. Hol die Fressen. Okay, will er nicht. Scheiße. Wie kann ich dir das Fressen denn geben? Das steht da irgendwie nicht. Wie kann ich dem das Fressen denn geben? Also anscheinend muss ich so... Kann ich so den einen Erfolg holen, aber ich weiß nicht, wie ich da ihm das Fressen geben soll. Autsch. Jetzt stinke ich auch noch extrem. Kürzlich abgelaufene Lebensmittel, oh Gott. Jetzt stinken wir 5 Minuten, oh, das ist ja toll. Und die Viecher hier scheinen ja wahrscheinlich auch nicht besser zu riechen. Gibt ja nicht mal eine Bonusquest. So. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass wir irgendwelche Botavoi-Sachen sehen. Wir haben auf dem PTS ja schon keine gesehen, da werden wir auch hier keine sehen. So. Da müssen wir so ein bisschen das Gebiet da... Oh, wir sind hier jetzt spawnen. Und ein bisschen die Scheiß-Typis schubsen. Hasse es. Ja, ihr seht, ich bin ein Fan von dem Flächenschaden. Immer noch. Ah, hier gibt es anscheinend. Müssen wir... Besiege feindliche Scoutlager. Okay, ich weiß zwar nicht, wie ich Scoutlager besiegen soll, aber... Ich rufe mal die meinen Gegner da drauf. Ach man, hör doch mal auf mit diesem Geschubse, ey. Das ist schlimm. Ich hab sowieso alle nichts drauf. Der eine da oben schwebt einfach noch in der Luft. Genau, ich geh erstmal auf den drauf. Und heil mich hoffentlich auch nebenbei hoch. Ich dachte, du gehst auf den drauf und stehst nicht nur daneben. Okay.
Wo wir noch irgendwas finden. Da ist zum Beispiel auch noch so eine Kiste Waffenlager. Oh, Thermalzerstörer. Als zweitstärkstes Sprengsatz der Galaxis wird der Thermalzerstörer Gegner in alles verzehrbare Flammen, während sie durch die Druckwelle der Explosion zurückgeworfen werden. Okay. Ich will schauen, ob hier noch irgendwelche Secrets sind, denn für die Erfolge können wir ja Secrets sammeln, aber ich weiß nicht, wo die Secrets sind. Gut, wenn wir sie nicht finden, ist auch nicht so schlimm. Ich muss es dann irgendwann mal nachholen, auch wenn ich es bisher nie gemacht habe. Kann ich das Ding dann doppelt benutzen? Nee. Oh! Okay, vielleicht war das jetzt ein bisschen dumm, das jetzt hier direkt zu benutzen. Oder haben wir es immerhin mal gesehen? So, also wie ich mich mit den Viechern anfreunden kann, weiß ich noch nicht. Okay, ich werde jetzt auch nicht alle Gegner besiegen, das dauert jetzt uns ewig. Diese ganzen Viecher da. Wie sieht denn die Karte aus? Also da scheint es zur Enklave zu gehen, genau zu diesem Tunnel, den wir auch im Video gesehen hatten. Im Data Mining. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Secrets gibt. Also so wie es Secret Exits oder so. Die Enklave, die war ja nach Kotor nachgebaut, das weiß ich noch. Wie wenig heilt die bitte? Die heilt mich die ganze Zeit und ich bin trotzdem halb leben. Okay. Das ist wieder so eine Kiste. Abgestürzte Kyro-Kiste. Vielleicht können wir es da nochmal probieren. Alter, müssen die wirklich jedes Mal hier spawnen? Ich muss mal kurz mal meine Dings hier anders hinlegen, meine Maus. Ich treffe ständig daneben. Weil sie fliegt mir hier ständig runter. So. So. Futterprojekt. Ja, wie kann ich das denn? Könnte jemandem schmecken? Ja, vielleicht schmeckt das ja dem Viech. Aber das geht immer nur auf den Gefährten rauf. Das nervt voll. Also ich habe keine Ahnung, wie ich mich mit dem Viech anfreunden kann. Vielleicht brauche ich dafür auch was ganz Bestimmtes. Das kann gut sein. Jetzt stinke ich wieder eine halbe, 5 Minuten lang. Hier ist auch wieder eine Kiste. Ich denke mal, da sind wieder Waffen drin. Genau. Steckt wieder so ein krasses Ding da, was wir da vorhin hatten. Also wie ich das mit diesen Viechern da mache, das muss ich echt nochmal gucken. Scheint ja wieder irgendwie so ein Secret zu sein. Okay. Ne, Kryogranate. Also was zum Einfrieren. Okay, ist auch nicht schlecht. Genau, die Dinge hatten wir, glaube ich, auch teilweise in dem Data Mining gesehen. Also wie ich das mit den Viechern mache, weiß ich immer noch nicht. Patrouillen und Scout. Okay, Patrouillen ist einfach. Die finde ich überall. Hier ist nicht mal ein Silberner dabei. Das heißt, die schubsen nicht mal. Ist ja noch einfacher. Und ein bisschen Geld gibt es auch noch. Oh, das ist auch wieder so ein Viech. Vielleicht kann man das irgendwie benutzen. Wo ich nicht glaube, dass ich das irgendwie freilassen kann. Jetzt haben wir anscheinend erstmal die Scout-Lager. Dann eine Patrouille müssen wir auch noch irgendwo finden. Aber die tauchen eigentlich immer random auf. So, das haben wir. Haben wir ja noch eine Kiste. Hier wieder so eine Explosionsdings. Kann ich das Viech hier irgendwie... Ja, das schafft man aber auch zeitlich nicht, ne? Da hinten ist auch noch eine Kiste. Vielleicht kann ich mit dieser Kiste, die da ist, das Viech hier anlocken. Könnte jemand schmecken? Ja, schön. Okay, kann ich nicht. Das Viech reagiert nicht. Ja gut, dann halt nicht. Scheint es doch nur so ein Fake zu sein. Habt ihr gerade gesehen? Was hat denn der für eine Akku-Range gerade gehabt? Habt ihr das gesehen? Die habe ich ja schon aus einem halben Kilometer Entfernung ja schon getaggt. Oh! Ja, komm, hör auf. Schubsen ist unfair. Ich bin ja fast tot hier. Ja gut, die miserable Heilung gehört natürlich auch noch dazu. Aber egal, wir haben es überlebt. Ich sehe gerade, dass ich immer noch PvP... Ach du Scheiße! Okay, anscheinend machen gerade 20 Personen den Flashpoint. Ja.
Ich glaube, am ersten Tag gab es irgendwie so 50 Instanzen oder so. Ja gut, ist ja auch logisch, denn eine Gruppe kann ja immer nur in eine Instanz. So, also wie ich das mit den Viechern mache, weiß ich immer noch nicht. Lassen wir es erstmal aus. Ich lasse auch diese Items hier mal drin. Die scheinen ja ganz nützlich zu sein. Ich hoffe mal, dass es kein Maximum gibt. So. Verschämte Republik. Achso, jetzt haben wir 50 republikanische Gegner besiegt, alles klar. Können wir jetzt hier erstmal in die Höhle rein. Okay, der Tunnel beginnt einfach mal schon, bevor er beginnt. Schiffe Kristallen, gut, das kennen wir ja alles schon. Bisher sehe ich noch nicht mal Gegner hier. Das ist fast schon ein bisschen zu ruhig. Ja. Okay, Scar, klar. So, hier sogar noch ein Sanitätsdroide. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Nein, aber ich würde gerne was verkaufen. Danke. Leben Sie wohl. Ein bisschen leeres Inventar ist auch nicht schlecht. So. Ey. Problem natürlich, wenn die immer direkt auftauchen. Also wo man diese komischen Relikte da findet, die man da für den einen Erfolg braucht, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt bisher noch keine gesehen. Kann natürlich auch sein, dass man was ganz Bestimmtes dafür machen muss oder die irgendwo hier versteckt sind. Das kann natürlich auch sein. Das würde vielleicht sogar Sinn machen. Okay, hier scheint unser erster Bossgegner zu kommen. Stimmt, kann man nicht standardmäßig den Erfolgen was von Bossgegnern? Das habe ich auch noch gar nicht nachgeguckt. Flashpoint. Hier unten war das irgendwo genau da. Veteran wird es bestimmt. Genau, Story der Veteranenmodus abschließen ist hier. Besiege Graul, genau, Graul gibt's hier. Captain Mayner. Da haben wir noch Lord Stillis. Meisterin. Ah, das scheint wahrscheinlich bestimmt wieder getrennt zu sein zwischen Rep und Imp, weil irgendwie kommen das ganz schön viele Bosse vor. Colonel Borden, Gola. Ach hier, Gola, den kennen wir auch noch. Auch so ein Witz mit der Cola. Könnte so eine halbe Schleichwerbung sein. Okay, und Tarantek wird wahrscheinlich dann der Endgegner sein. Okay. Problem ist natürlich, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie man diese Gegner besiegt. So, ich bleibe einfach mal hier oben stehen. Dann kann er mich auch gar nicht groß schlagen. Es sei denn, er zieht mich runter oder sowas. Ja. Okay, ich muss unten stehen. Ich kann nicht oben stehen, das bringt nichts. Das funktioniert nicht richtig. Jetzt kann ich auf den meine Power-Items draufschmeißen. Hä? Oh, was ist denn das jetzt hier wieder für eine Scheiße hier? Aber mein Gefährte backt da oben rum. Ich muss den irgendwie mal da runterkriegen, aber das funktioniert nicht richtig. Jetzt. Oh, diese scheiß Bugs in diesem Spiel, ey. Also da oben stehen kann man nicht. Wenn ich denke, dann cheate ich mich einfach mal da hoch. Hä? Ey! Ey! Oh, meine Leiste ist nicht mal gesperrt. Ich kann meine Leiste nicht mehr sperren. Toll. Danke, Bugwars. Wenn ich jetzt das Skill rausziehe, dann ist das nicht meine Schuld. Oder gehört das jetzt auch dazu, dass ich meine Leiste nicht sperren kann? Auf jeden Fall sorgt er dafür, dass ich mich anscheinend bewege. Ohne, dass ich was drücke. Ich hatte vorhin definitiv nicht auf eine Taste gedrückt und der hat sich einfach bewegt, der Charakter. Okay. Also, dass ich die Leiste nicht sperren kann, das fuckt mich so ein bisschen ab, weil muss ich ganz genau aufpassen, wie ich klicke. Aber so scheint dieser Gegner ja nicht schwer zu sein. Der ist halt nur nervig. Wie jeder Bossgegner eigentlich auch. Einfach drauf. Oh! Verdammt, ich muss einfach mal nach vorne laufen. Ah, das ist ja wie ein Force Unleashed. Der Fall ist Graul. Okay, den haben wir. Haben noch jetzt 10 Mal und 25 Mal. Ich glaube, so oft werde ich den Flashpoint nicht laufen. Ich bin ja bisher nicht mal Vengeance mehrmals gelaufen. Ich bin bisher auch nur einmal gelaufen. So. Gegenstände drüber gesucht. Ich suche das Gebiet, alles klar. Machen wir das einfach mal. Also Notheilung gibt es ja auch. Wie in allen Welten sind diese Kreaturen hier reingekommen? Was war das für ein Ding? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein Graul. An sich nichts Ungewöhnliches. Aber im Untergrund und so groß? Das ist außergewöhnlich. Von seinen kleinen Freunden ganz zu schweigen. Oh, endlich. Endlich. Endlich ist jemand gekommen, um mir zu helfen. Was? Sanitätsdruide?
Haltet euch alle zurück. Mit wem habe ich es zu tun? Stehen bleiben! Sag uns, wer du bist, Droide. Ich gehöre zum Sanitätskorps. Modellbezeichnung TL-30. Was machst du hier unten, Droide? Darth Malgus hat mich hergebracht, Madam. Hast du gerade Darth Malgus gesagt? Ja, ich erhielt nach der Schlacht um den Meridian-Komplex die Aufgabe, mich um Lord Malgus zu kümmern. Er war schwer verwundet, entkam aber dennoch aus unserer medizinischen Einrichtung. Ich war seine Geisel. Aber er hätte alleine nicht überlebt. Ich hielt ihn am Leben, während er seinen nächsten Zug plante. Dann hat er mich hierher gebracht. Wo ist Malgus jetzt? Ich weiß nicht, Madam. Ich folgte Lord Malgus tief in diese Tunnel. Wir kamen an eine Kreuzung und von dort ging er alleine weiter. Er kam nicht zurück. Ich hatte keine Wahl und musste selbst meinen Weg aus den Tunneln finden. Aber diese große Bestie griff mich an. Und Sie haben kurzen Prozess mit ihr gemacht. Bitte helfen Sie mir, diesen schrecklichen Ort zu verlassen. Wir werden sie nicht mitnehmen. Sie funktioniert kaum noch. Sie hält uns nur auf. Nein, ich will gar nicht mit Ihnen mitgehen. Ich will hier raus. Ich brauche nur eine kleine Reparatur, damit ich mich wieder bewegen kann. Wenn die Tunnel geräumt sind, schaffe ich es alleine. Reparieren, eine Hand wäscht die andere. Das ist natürlich eine gute Seite. Oder zerstören, du bist ein totes Gewicht. Ja, dadurch, dass wir böse sind, auch wenn ich ja am Anfang des Let's Plays neutral war, was in diesem Spiel eigentlich nicht mehr möglich ist, müssen wir die böse Option wählen. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal die gute Version, dass ich auch mal das Ganze auf Republikseiten zeige. Habe ich ja sowieso mal vorgehabt. Aber erstmal machen wir die böse Version. Uns liegen schon genug Hindernisse im Weg. Oh nein, nein, bitte! Ich kann helfen! Ich frage mich, wenn sie Malgus so lange gefolgt ist, wie sie sagt. Woran denkt ihr? Kopiert die Daten aus ihrem Speicherkern. Sie hat wahrscheinlich alles aufgezeichnet, was sie in dieser Enklave gesehen hat, bis ihr sie zerstört habt. Versteht sich. Wir beide sondieren die Lage. Ihr stoßt zu uns, wenn ihr die erforderlichen Informationen extrahiert habt. Alles erledigt? Ich kann jeden Schritt von Malgus an diesem Ort rekonstruieren. Wir müssen nur herausfinden, wohin er gegangen ist, nachdem er den Druiden zurückgelassen hat. Ausgezeichnet. Ein neues Puzzleteil. Es wäre nachlässig von mir nicht zu fragen, was ist, wenn Malgus noch hier ist? Was habt ihr mit ihm vor? Tötet ihn. Ihn zurückbringen. Umbringen. Ich will mich nicht mehr mit Malgus befassen müssen. Ich will ihm ein Ende bereiten. Ein für alle Mal. Ich halte das nicht gerade für die klügste Vorgehensweise. Was auch immer Malgus durchmacht. Es ist bestimmt nur vorübergehend. Ich weiß, dass er dem Imperium immer noch dienen will. Die Stärke und Macht, die er anbietet, sind starke Waffen. Es wäre töricht, sie wegen einer Fehleinschätzung wegzuwerfen. Was würdet ihr tun, Lord Rivix, wärt ihr an meiner Stelle? Meine Pflicht ist die Unterstützung der Hand. Also unterstütze ich euch. Welche Meinung ihr auch habt, ich ordne mich unter. Das überrascht mich nicht. So, lange genug getrödelt. Machen wir weiter. Genau, machen wir erstmal weiter. Betritt die Ruinen der Enklave. Wenn man dem Imperium immer noch dienen will, Krovos, warum hat er sich dann nach Corellia abgesetzt? Auch nach der Zerstörung des Meridian-Komplexes leisten unsere alten Feinde in der Republik weiterhin erheblichen Widerstand. Wir können diesen Krieg nicht länger so führen wie bisher. Malgus weiß das. Ich bin sicher, er sucht etwas, das unseren Kampfmethoden wieder mehr Nachdruck verleiht. Ob die unseren seine Funde gutheißen werden oder nicht, kann ich jedoch nicht sagen. Okay, ach du Scheiße. Okay, untere Ebene, da ist auch ein Fahrstuhl anscheinend, der uns dann nach oben bringt. Gut, dass ich ja Kotor-Zeug da noch ein bisschen im Kopf habe. Okay, hier scheint es tief runter zu gehen, deswegen sollten wir da möglichst nicht runterfallen. So, wir hätten den Druiden natürlich höchstens hier hinbringen können. Ey! Was für ein Beschiss hier. Hier scheint die Enklave gut bewacht zu sein. Auch an dem Hintereingang. Ja, vielleicht hätten wir den Druiden doch noch gebrauchen können. Oh, was kommt jetzt hier noch alles? Eigentlich will den angreifen, der am schwächsten ist.
Aber hier scheint zumindest ein Respawn-Punkt zu sein, falls wir sterben sollten, was hoffentlich nicht passiert. Wenn sie funktionieren, dann die Respawn-Punkte. Also seit Fallschirmimperator wissen wir ja, dass die Respawn-Punkte in Flashpoint sich immer ganz bitte funktionieren. Verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Weg damit. Leben Sie wohl. So. Okay, ihr scheint falsch informiert zu sein, Rivix. Dieser Ort hier ist alles andere als verlassen. Ja. Legen wir mal hier rauf, ich weiß nicht, was es macht. Okay, ein Druide spawnt. Was ist überhaupt machen hier? Durchsuche die Ruinen der Enklave, deaktiviere Hochsicherheitsterminal Aurek. Das machen wir gerade. Okay, das ist eine Bonus-Quest. Okay, was bringt die mir? 9000 Punkte. Was? Stört alle technischen Geräte in der Nähe? Och nee, das heißt, ich kann das Ding hier gar nicht benutzen, oder was? Okay, warte mal. Da muss ich den wahrscheinlich hier besiegen. Also, dass er ein bisschen weiter weg geht. Ah nee, warte mal, vielleicht deaktiviere. Vielleicht muss ich den einfach hier direkt daneben besiegen. Kommst du mal her, Gefährte? Ich hasse es, dass die Gegner mir ständig nur auf die Gefährten rennen. Aber jetzt kann ich den scheiß Krovos da nicht herholen, ey. Oh, jetzt habe ich es gerade verschoben. Jetzt seht ihr es? Ich kann den Scheiß hier nicht sichern. Das ist ein typischer Esveto-Bug hier. Aber was soll ich denn jetzt hier mit diesem scheiß Terminal machen? Ja. Oh, das nervt mich total. Das triggert mega. Vielleicht kann ich den Druiden aber auch irgendwie hier hinlocken, dass er das stört. Was aber einfacher wäre, wenn meine Gefährten die nicht weglocken würden. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann höre ich auf. Mann! Oh, Leute! Hier! Ja, so geht das. Alles klar. Der muss direkt neben dem Terminal sein. Ich natürlich wieder genau falsch rum. Oh, Loch. Das sieht man kaum mit der Dunkelheit. Oh, jetzt waren diese ekelhaften Druiden. Und ich muss immer noch echt aufpassen, wo ich hinklicke. Weil ich verstehe mir so schnell Skills aus dieser Leiste raus. Das ist echt ekelhaft. Wenn man zu schnell klickt, dann überlappen die sich manchmal sogar so komisch. Ja, das ist so ein typischer Star Wars Bug, den ich eigentlich nur von Yokav kenne. Eigentlich hätte ich direkt am Anfang des Flashpoints eigentlich mich ausloggen müssen und mich wieder einloggen müssen. Aber wenn ich mich jetzt auslogge, dann ist der Flashpoint mit Sicherheit resettet. Weil ich komme nicht durch. Ah, scheiße! Ich komme hier nicht durch. Oder kann ich hier irgendwie rüberspringen? Nee. Scheiße. Warum renne ich denn hier überhaupt lang? Kann ich da vielleicht hoch? Das sieht so nach einem geheimen Weg aus. Hier hoch kann ich da, bringt mir nur nichts. Okay. Ich muss auch mal das Fenster immer zumachen. Ich sehe fast gar nichts mehr wegen der Dunkelheit. Okay, mir war einfach mal fast das Spiel abgestürzt. Das ist natürlich wieder sehr geil. Er geht immer noch nicht. Aber das nervt mich so übelst. Hätte ich ja gleich hier lang gehen können. Also, wenn ich jetzt hier lang gegangen wäre, dann wäre da hinten falsch gewesen. Hundertprozentig. Wäre natürlich geil, wenn das immer sich abwechselt, aber das wissen wir ja, dass es nicht so ist. Wir haben es ja im World Viewer gesehen gehabt und ich habe natürlich die Karten nicht mehr im Kopf. Ich glaube, das hier sieht, den sieht man auch nicht. Aber ich glaube, hier war die Sperre, ne? Na gut, dann gehen wir eben hier hin. So, hier sind keine Löcher. Ich glaube, im Kotor kommt man auch unten noch hin. Wenn ich mich richtig erinnere. Oder ich erinnere mich nur an den World Viewer, wie das da war. Also die Löcher, die scheinen nirgendwo hinzuführen. Oh, wie viele sind denn hier? Ah, warte mal, ich muss den, glaube ich, da wieder wegen dem Ding explodieren lassen. Ich hoffe, die Entfernung reicht. Was für dich ja kaum möglich ist mit den Gefährten. Nein, es reicht nicht. Oder muss ich jetzt erst einen neuen rufen? Der denn hierher kommt. Nein, ihr bleibt stehen, genau. Lass den genau da stehen. So,
aufpassen, dass ich den nicht wegschubse. Genau. Ist hier unten noch irgendwas versteckt? Ne, ist bloß so ein Gang, mit dem ich dort hochkomme und hier hochkomme. Okay, scheint aber alles das gleiche zu sein, ne? Also hier ist... Ah, okay, hier scheint es weiter zu gehen. Ich glaube, hier soll ich so erlangt, ne? Gehen wir erstmal weiter. Ja, war da gefährlich, wenn ich nicht durchgekommen da hinten. Sind wir sogar mal richtig gegangen, ausnahmsweise mal. Oh Mann! Ich hasse das mit diesen Kackleisten. Jetzt muss ich die Scheißfähigkeit da wieder raussuchen. Das habe ich die jetzt relativ schnell gefunden. Und das war nicht mit Überlappen, dass ich diese Scheißfähigkeit manchmal echt einfach austauschen. Ich weiß zwar nicht genau, wie das geht, aber es passiert einfach. Muss aufpassen, dass man wirklich nur ganz kurz klickt und eben nicht lange, da der länger hält. Das ist natürlich typisch bei neueren Sachen, die sind immer verbuggt. Wo ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, was eigentlich der Ort mit dieser Leiste zu tun hat, aber man sieht's ja. So, also bisher habe ich auch noch keine Secrets hier gefunden. Aber vielleicht kommen die ja noch. Hä? Ach da. Ungeziefervernichtung. 50 Gegner besiegt, alles klar. Könnte natürlich ein Zeichen dafür sein, dass wir jetzt vielleicht sogar alle haben. Okay, hier können wir nicht rein. Jetzt müssen wir da einmal den Umweg nehmen. Okay, scheint auch wieder irgendwas unten zu sein. Ich gehe mal da runter. Ich bin ein wenig neugierig, Lord Krovos. Wenn Malgus lediglich das Imperium stärken will, was macht er dann in diesen Ruinen? Ich habe nie behauptet, dass ich die Details seiner Pläne kenne. Ich denke lediglich, dass er im besten Interesse des Imperiums handelt. Ich habe oft genug an Malgus Seite gekämpft, um in dieser Sache auf mein Gefühl zu vertrauen. Die Holocrons können wir auch nicht nehmen. Stimmt ja, irgendwie sowas ganz Verstecktes, dass man eben nur sieht, wenn man die Maus drauf hält. Okay, da hinten scheint erstmal noch das nächste Terminal zu sein. So. Okay, da hinten scheint es weiterzugehen. Deswegen gehen wir erstmal hier rein. Ich glaube, den Raum kenne ich sogar noch aus KOTOR. So, jetzt muss ich hier wieder rangehen und den blöden Druiden rufen. Den muss ich dann hierher locken. Nein, ihr sollt nicht herkommen, ihr sollt den hierher locken. Genau. Dass der genau daneben explodiert. Oh, oh, oh. Aufpassen, dass ich ihn nicht wegschubse. Genau. Betritt die Zelle. So. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ja, den Raum kenne ich noch. Ich glaube, hier hatten wir irgendeinen Typen getroffen gehabt in KOTOR. Und ich glaube, da hinten war dieses Rondell, ne? Genau, da war dieses Rondell. Und dann war irgendwo ein Eingang. Genau. Okay, hier ist auch ein Respawn-Punkt, wie es aussieht. Können wir gleich mal wieder verkaufen gehen. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Das reicht erstmal. Ja, wenn du mir eine Anleitung gibst, dann verwende ich die gerne so. Moment, hier ist jemand. Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Ihr seid in der Unterzahl und wir wissen, wie man Sith ausschaltet. Legt eure Waffen nieder und ergebt euch, Imperiale. Es sei denn, ihr wollt in Einzelteilen von mir weggetragen werden. Niemand muss verletzt werden. Ich habe mich verlaufen. Angreifen, schlechte Wortwahl. Sagen wir mal, ich habe mich verlaufen. Oh, Entschuldigung, Sir. Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Sehr witzig, wirklich. Euer Weg ist hier zu Ende. Wir werden nicht zulassen, dass Imperiale unserer Mission im Weg stehen. Für die Republik! Oh, das müsste sogar diese Kuppel sein, genau. Die habe ich nämlich eure im Kopf gehabt. Imperiale Einmischung endet hier! Auch in dem Video. Ach so, scheiße. Okay, muss ich jetzt hier irgendwas beachten bei denen? Was heißt das?
Bandzyklon steht nichts da, okay. Ich hau einfach mal einen Flächenschaden raus, würde ich sagen. Die scheint relativ schnell zu sterben. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss alle gleichzeitig besiegen. Okay. Granaten muss ich wahrscheinlich rausrennen. So, warte, was stand da gerade? Okay, haben keinen Buff bekommen dadurch, dass die gestorben ist. Okay. Scheint es also wirklich bloß nacheinander killen zu sein. Ich versuch auch nicht zu fliehen, Alter. Was habt ihr für ein Müll? Steht da. Mir reicht's jetzt! Geh verlangsamt, okay. So, zack. Ja, die sind ja voll einfach. Ich hab die einfach nur random besiegt, so wie die gerade gestorben sind. Und das scheint richtig gewesen zu sein. Auch wenn es sie bestimmt für den Multiplayer eine bessere Taktik gibt. Achso, kann ich nicht ausweichen. Scheiße. Ja, wie soll ich da ausweichen? Das Ding verfolgt mich. So, da kann ich ausweichen. So. Fangt! Aus dein wird mein. Okay. Genau, hier spawnt einfach mal eine Kiste, okay. Und wir reden mal mit dem Typen. Wohin führen diese Tunnel? Sagt es uns. Sag es sofort! Oh, ein Holokommunikator. Miner? Wartet, ich kenne euch. Wo ist Captain Miner? Ich will mit ihm reden. Sofort. Zuerst brauche ich Informationen. Sein Schicksal liegt in euren Händen. Auflegen, genug jetzt. Er ist hier, am Leben. Das gilt allerdings nicht für diese Soldaten. Sagt mir, was ihr hier macht und was ihr erfahren habt. Sonst schließt sich dieser Mann den anderen an. Nein! Meisterin Naris! Verratet ihnen nichts! Bitte! Das würde ich nie tun. Es tut mir leid, Captain. Wie schade für euch. Tötet ihn. Nichts sagen. Revix, lass ihn gehen. Ich sag mal gar nichts. Gucken, was passiert. Okay. Das war klar. Planen wir unseren nächsten Schritt. Okay, da hatte ich also doch recht mit der Kuppel gehabt. Habe ich definitiv sogar recht gehabt. Ausnahmsweise mal. Das ist tatsächlich dieser Raum hier. Der Druide hat gesagt, Malgus hätte ihn an einer Kreuzung zurückgelassen. Ja, richtig. Könnt ihr die Aufzeichnungen überprüfen? Jetzt läuft das Ding jetzt genau da lang, wo der lang gelaufen ist. Ah, okay. Also da müssen wir lang anscheinend. Hier ist es. Das ist der Ort. Wir nehmen also denselben Weg wie Malgus in dieser Aufnahme. Was ist, wenn Malgus weiß, dass er verfolgt wird? Was ist, wenn er die Aufnahme manipuliert hat? Ein berechtigter Einwand. Aber wenn wir nicht mit leeren Händen zurückkehren wollen, ist es leider unsere einzige Option, der Spur dieser Aufnahme nachzugehen. Revix hat recht. Wir sind so weit gekommen. Dann gehen wir weiter. Bleibt einfach wachsam. Okay. Nicht, dass er gleich so wieder ein Jumpscare, der aus der Ecke kommt. Ja, wo das nicht Esveto-like wäre. Aber das sieht verdammt geil aus hier. Irgendwo war das so eine Brücke, aber ich weiß echt nicht, wo diese Brücke war. Aber die Kuppel ist auf jeden Fall die aus dem Bild. Das ist auch der Raum, glaube ich, den man auch aus KOTOR kennt. So, warte mal. Ich muss da aber auch noch rein. Ich gehe erstmal da lang. Hier geht nämlich auch noch eine Quest lang. Die Bonus-Quest. Auch wenn die jetzt nicht so viel bringt, aber ich würde die einfach machen, dass wir sie vollständig haben. Ich will auf den gehen, der fast tot ist. Oh, geh weg. Kann man diese Meldung eigentlich irgendwie ausblenden? Die nerven voll.
nerven mich schon von Anfang an, aber mittlerweile haben sie sich so ein bisschen beruhigt. Früher war es ja noch schlimmer. So, rein da. Okay, monströsen Trentatec oder so ähnlich, den wir so besiegen. Okay. Okay, scheint so, als ob ich jetzt das Ding hier kaputt hauen muss. Oder benutzen. Genau, schubst mich jetzt mal genau in die Heilung rein. Gut, dass es hier keinen Erfolg gibt. Schaff alle Gegner ohne Heilung. Hätte ich den jetzt auf eine unnötige Weise verkackt. Okay, also wenn er also an dieses Elektrisierende da geht, dann müssen wir diese Dinger kaputt hauen. Und ich denke mal, einmal wird es auch noch passieren. Oder auch nicht. Okay, anscheinend passiert es doch nicht mehr. Also ja, natürlich. Passiert doch. Schrecken der Trentatec. Ach nee, das ist der Bonusboss hier unten. Nicht der Endboss. Okay, dann scheint das hier der Endboss schon zu sein. Also das hier scheint wahrscheinlich die Republik-Version zu sein. Und dann brauchen wir einmal hier Lena, genau, das ist die Meisterin. Oder Gola. Also haben wir nur zwei Bosse in diesem Flashpoint, das ist ganz schön wenig. Aber dafür natürlich deutlich mehr Spielpotenzial für die, die halt alles durchzocken wollen. Denn die müssen den Flashpoint sowohl 25 Mal auf Ebenseite als auch 25 Mal auf Rap-Seite spielen. Was ganz schön zeitaufwendig sein wird. Und was ich definitiv auch nicht mache. So. Also die Bonusquest haben wir jetzt, auch wenn sich die eigentlich nicht wirklich lohnt. 8000 Punkte, die habe ich durch ein paar Kämpfe. Oder sagen wir eher, durch eine Mission habe ich die locker raus. Durch eine ganz normale Mission, durch eine Daily. Ist hier irgendwas drin? Nee. Ja. Secret Room hätte das schon einbauen können, ne? Ja, ist aber nix. Schade. Aber man muss auch nicht überall Secrets einbauen. So, Fahrstuhl. Obere Ebene. Ich bin gespannt, wo wir jetzt ankommen. Ah, oben. Na gut, ich glaube, das war ganz klar, dass die obere Ebene oben ist. Okay, hier scheint schon Schluss zu sein, tatsächlich. Auf jeden Fall ist da noch ein Wiesbaum-Punkt. Auf jeden Fall, damit haben sie nicht gespart. Seht euch diesen Ork an. Was haben die Jedi hier gemacht? Erinnerungen ändern. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Andere. Scheiße, appetitliche Machtexperimente. Was soll ich damit? Wirklich? Ich hatte nicht gedacht, dass die Jedi dazu fähig wären. Natürlich waren zu vielem fähig. Kann ich mich da vorbeischleichen? Perfekt. Wirkt Sprengstoff. Da muss ich wahrscheinlich doch kämpfen. Ist der überall verteilt? Natürlich. Natürlich auch genau bei den Gegnern. Das war ja klar. Ja gut, sind da bloß vier Stück. Und stinken tun wir mittlerweile zum Glück auch nicht mehr. Also passt. Und da ist das dritte Mal Sprengstoff. Achso, wir müssen das uns frei Dings. Also ich glaube, war das hier der Landeplatz? Nee, ne? Das könnte der Landeplatz sein. Bin ich jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Hier müssen wir auf jeden Fall durch. So, dann ist das nämlich hier der Rad. Wenn ich jetzt noch richtig den Aufbau im Kopf habe. Aber die unteren Ebenen kann man eigentlich, glaube ich, anders. Okay, ich habe den Aufbau tatsächlich sogar noch richtig im Kopf, glaube ich. Aber den Raum kenne ich auch noch hier. Weil ich glaube, da ging es nach draußen. Genau, ich glaube, hier war der Ausgang. Der natürlich jetzt hier nicht mehr da ist. Ich weiß gar nicht, was da war. So, nochmal so ein Druide, der bitte in den Trümmern steht. Gut, den lasse ich jetzt weg. So, auf jeden Fall genug Respawn-Punkte, falls man stirbt. Aber eigentlich auch gut so. Muss man nicht mehr so viel hin und her rennen. Oder hinterher rennen.
So. Müsste jetzt eigentlich der Rat sein, ist das richtig? Super. Ich kann da raufklicken oder durchgehen? Vielleicht sollte ich erstmal durchgehen. Und dann draufklicken. Aber diese Relikte habe ich echt nicht gefunden hier. Es scheint natürlich, es kann natürlich sein, dass sie relativ gut versteckt sind. Oder wir finden sie jetzt noch. Oder ich jetzt hier so... Okay, der macht es automatisch, alles klar. Das ist der einzige Weg, der weiterführt. Wer auch immer diese Tür gebaut hat, er wollte nicht, dass hier jemand herumschnüffelt. Aber jemand ist trotzdem reingekommen. Vor kurzem erst, den Lichtschwertspuren nachzuschließen. Dann sollten wir nachsehen, was da drin ist. Das müsste der Rat gewesen sein. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Umdrehen. Versucht nicht zu fliehen. Oder was? Bringt ihr mich dann um? So wie meine Freunde? Ich spüre die Wut, die sie ausstrahlt. Und seht, was sie ihren eigenen Leuten angetan hat. Gut gemacht, Jedi-Meisterin. Wirklich gut gemacht. Wie könnt ihr es wagen? Das war ich nicht. Ich habe sie so gefunden. Vermutlich konnte Darth Malgus für den Rest meines Teams keine Nachsicht erübrigen. Genau wie ihr. Woher wisst ihr, dass das Malgus Werk ist? Spielt keine Spielchen mit mir. Ihr seid Imperiale, ihr wisst, dass es Malgus war. Sagt mir, was er hier wollte und wo das Relikt ist. Ich weiß, dass er es genommen hat. Wir wissen nicht mehr als ihr, Jedi. Nicht! Versucht nicht, mich zu manipulieren. Ihr Sith übertrefft euch ständig selbst, wenn es um Täuschung geht. Ich habe so viele dunkle Dinge gesehen und bin trotzdem jedes Mal wieder schockiert. Wartet. Irgendetwas stimmt nicht. Ignoriert das Gejammer der Jedi. Wir sollten sofort gehen. Ihr geht nirgendwo hin. Eine derart durchschaubare Finte hält mich nicht auf. Ich habe das Schlimmste gesehen, was das Imperium zu bieten hat, und habe zum Licht zurückgefunden. Sobald ihr aus dem Weg seid, werde ich Malgus selbst zur Strecke bringen. Auf Grovas hören. Seid nicht dumm. Ihr grabt euer eigenes Grab. Tut nichts, was ihr später bereut. Ich gebe euch eine Chance zu entkommen. Ihr solltet sie nutzen. Ich lasse es darauf ankommen. Ja, dein Pech. Ihr seid okay, das bringt doch was, auch wenn es nicht viel ist. Okay, die scheint erstmal keine Ads zu haben. Scheint doch Ads zu haben. Vielleicht ist das noch eine Droiden, die hängen mir ehrlich gesagt gar nichts an. Hier scheint sogar schon Schluss zu sein, tatsächlich. Flashpoint verlassen. Das ist ein bisschen peinlich, dass man das in den Videosequenzen sehen kann. An eurer Stelle würde ich fliehen. Was macht der? Okay. Was macht das? Was machen die Viecher? Ich glaube, die machen einfach nur Bumm. Ja. Fenster und Droiden steht sogar da und ich lese es einfach mal nicht. Okay, noch irgendwelche Droiden. Okay, so eine. Mit dem wären wir fertig, der ist ja relativ leicht. Ich dachte, der überlebt mit 0%. So. So, die kann ich nicht besiegen. Ist so ein bisschen wie eine ewige Meisterschaft. Die ist total easy eigentlich, also da war Vengeance schwieriger, der Endboss. Dachtet ihr, das würde einfach werden? Oder es kommt noch irgendwas. Ich habe das Gefühl, ich muss die jetzt innerhalb der nächsten Sekunden besiegen, sonst haut die irgendwas extrem Starkes raus. Und das wäre natürlich leichter, wenn das Internet das nehmen würde. Noch nicht am Ende. Man sieht sich, Meisterin Leia. Okay, die ist auch weg. Da gibt es keine Items? Dafür beschiss die hier. Ich krieg nicht mal Items dafür. Oder liegen die irgendwo rum? Nee. Vielleicht spawnen die ja, wenn ich mit dem hier rede. Das ist es. Nach allem, was ich überwunden habe. Hätte nicht so kommen müssen. Ihr seid selbst schuld. Das wird ein Spaß.
Es ist überaus befriedigend, Jedi zu töten. Ihr seid widerwärtig. Bringt es einfach zu Ende. Halt! Hier geht etwas vor! Ich habe von vielen Leuten erwartet, dass sie mir in diese Ruinen folgen. Ihr Lord Krovos wart nicht darunter. Was passiert hier? Wie macht ihr das? Alles, was ihr seht, ist euer eigenes Werk. Unser im Kampf geschmiedetes Band verbindet uns. Dadurch seht ihr dieses Echo meiner Gegenwart. Dieser Ort, die Gewalt und den Verrat, die er gesehen hat, stören die Macht. Alles Handeln in diesen Ruinen hinterlässt Spuren. Vor allem, wenn es aus Schmerz und Wut geboren wird. Wer genügend Macht hat, spürt das alles. Ihr mögt eure beiden Verbündeten während dieser törichten Expedition betrogen haben. Aber ich weiß, dass ihr meine Präsenz die ganze Zeit gespürt habt. Leugnet es nicht. Das hatte ich nicht vor. Ich will euch zum Imperium zurückbringen. Ihr seid eine Säule der Kraft für die Sith. Und wir brauchen euch, um die Republik ein für alle Mal zu besiegen. Mag sein, aber ihr solltet wissen, dass ich die letzte Fessel entfernt habe, die mich dem Willen der Kaiserin unterworfen hat. Ich habe getan, was viele Sith vorgeben, aber nie wirklich erreichen. Ich habe meine Ketten gesprengt. Ich werde nie wieder einen Meister haben. Mich wird nie wieder ein anderer beherrschen. Ich werde nie wieder zum Imperium zurückkehren. Ich glaube nicht, dass ihr eine Wahl habt. Die gesamte Galaxis wird euch jagen. Nutzt eure Chance mit uns. Haltet ihr es für einen Zufall, dass die Republik und das Imperium Agenten nach Dantooine geschickt haben? Denkt nach, Krovos. Benutzt euren strategischen Verstand. Ich wusste, dass ihr alle die Allianzkommandantin um Hilfe bitten würdet. Und ich wusste, dass sie die Jagd auf mich eröffnen würde. Selbst wenn sie mir damit direkt in die Falle ginge. Es gefällt mir nicht, dass ihr dasselbe Schicksal erleidet wie diese Narren. Wärt ihr ihnen doch nur nicht hierher gefolgt. Ihr hättet bei dem, was nun geschieht, eine fähige Verbündete sein können. Krovos? Krovos! Was geht hier vor? Los! Los! Malgus hat uns eine Falle gestellt! Was? Woher wisst ihr? Geht, alle beide. Meisterin Ares gehen lassen. Kampf gegen Meisterin Ares. Ach was, ist noch nicht Schluss? Und dann kämpfen wir nochmal gegen ihr. Gegen sie. Okay, das hat jetzt einfach mal gar nichts gebracht. Oh, wir sind ja schnell gewesen. Also das sind wir wirklich extrem schnell zurückgerannt. Mich echt mal interessiert, ob man da auch lang gehen kann. Weil da ja so viele Gegner stehen. Das muss ich mal ausprobieren gleich mal. Einfach so aus Spaß. Ob man da lang gehen kann. Ach, wir können da jetzt sogar gleich hingehen, weil wir nämlich direkt wieder am Anfang gespawnt sind. Okay, warum auch immer da ein Leave-Button ist. Jetzt kriegen wir nämlich auch endlich unsere Belohnung. So. Okay, warte mal. Wahrscheinlich kommt man da gar nicht rüber, kann das sein? Kann ich hier irgendwie hier rüber cheaten oder so? Ich weiß echt nicht, wo hier Todeszonen sind. Ich vermute mal, hier ist eine. Ja, das war klar. Wahrscheinlich kommt man da gar nicht rüber. Kannst höchstens nochmal andersrum versuchen, weil das interessiert mich nämlich gerade wirklich, ob man da lang kann. Oh Mann, nee, dieser scheiß Bug ist auch schon ewig drin. Vielleicht könnte ich mit dem Speed da rüberspringen.
Nee, das geht nicht. Da kann man nicht rübergehen. Das wäre so ein nices Secret, ne? Wenn man einfach mal darüber springen könnte, aber nein. Okay, gehen wir raus hier. Ja gut, dann gehen wir erstmal zu da Friedrichs zurück. Ja, Kaiserin. Offenbar haben sich unsere schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Vergebt mir meine Theatralik. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich verstehe den Ernst der Vorfälle durchaus. Ja, mein Lord. Bedauerlicherweise hat Darth Krovos unseren Verdacht bestätigt. Malgus hat erfolgreich alle Mechanismen entfernt, mit denen wir seine Kooperation sichergestellt hatten. Sehr bedauerlich. Was sind unsere nächsten Schritte? Habt ihr den Folianten, den er aus der Bibliothek auf Ossus gestohlen hat? Wir haben ihn nicht gefunden, mein Lord. Und was noch schlimmer ist, anscheinend hat Malgus seiner Sammlung ein weiteres Relikt hinzugefügt. Falls der Sicherheitsbehälter auf Dantooine irgendeinen Rückschluss zulässt... Wie konnte das passieren? Ich vertraue darauf, dass ihr die Schwierigkeit des Weges vor euch begreift, Lord Revix. Hoffentlich seid ihr der Aufgabe gewachsen. Dessen bin ich sicher, Kaiserin Asina. Ich werde bald neue Informationen bringen. Für das Imperium. Revix! Oh, Verzeihung. Die Besprechung beginnt erst in einigen Minuten. Und ich dachte... Worüber habt ihr gesprochen? Lass mich nicht unterbrechen. Ihr dachtet falsch. Habt ihr ohne mich angefangen? Ich habe euch von Dantooine sprechen gehört. Meine aufrichtige Entschuldigung. Aber Kaiserin Asina war ungeduldig und wollte unbedingt einen Bericht. Worüber habt ihr gesprochen? Wie war das mit dem verschwundenen Folianten? Davon höre ich zum ersten Mal. Ja, nach dem Angriff des Imperiums auf die Jedi-Kolonie auf Ossus haben wir einen umfangreichen Katalog der Bücher in der alten Bibliothek erstellt. Als der Staub sich gelegt hatte, mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass einer der Folianten fehlte. Ich verstehe, warum ihr mir das nicht gesagt habt. Seid ihr sicher, dass es Malgus war? Verbergt nichts von mir vor mir. Wenn ich zur Hand gehören soll, verlange ich Respekt von den anderen Mitgliedern. Ich will nicht, dass etwas derart Wichtiges vor mir verborgen wird. Nie wieder. Ist das klar? Ja, völlig. Ich werde künftig mein Bestes geben, um euch wichtige Informationen möglichst zeitnah zukommen zu lassen. Der Einsatz ist jetzt zu hoch. Es wäre nicht gerechtfertigt, euch im Dunkeln zu lassen. Was war das für ein Buch, das er gestohlen hat? Und habt ihr eine Ahnung, was er aus der Dantooine-Enklave mitgenommen hat? Ich weiß nicht genau, was Malgus auf Ossus an sich genommen hat. Dort herrschte so viel Chaos. Und die Bibliothek war bereits komplett verwüstet, als das Imperium eintraf. Und was in den Ruinen der Enklave aufbewahrt wurde, ist nichts als Spekulation. Was wird die Hand als nächstes unternehmen? Ich lasse Agenten die Relikte identifizieren, die Malgus mitgenommen hat. Sie sind unser einziger Schlüssel, um seine Pläne zu durchschauen. Außerdem empfehle ich, dass Darth Krovos Soldaten entsendet, um alle Ruinen der Sith und der Jedi zu untersuchen, die Malgus nächste Ziele sein könnten. Gute Arbeit. Flirten, vergesst mich nicht. Schließt mich nicht wieder aus. Ich muss sehr viel im Auge behalten. Hoffentlich bedeutet das nicht, dass ich euch nun seltener sehe. Ganz im Gegenteil. Im Grunde kann ich garantieren, dass ihr und ich mehr Zeit miteinander verbringen werden. Ach, das ist ja schön. Wir sind diesmal zwar mit leeren Händen zurückgekehrt, aber ihr werdet es als Erste erfahren, sobald ich Malgus nächsten Schritt ermittelt habe. Und die Hand des Imperiums wird bereit für ihn sein. Das hoffe ich doch mal. Also kurz gesagt, ein Satz mit X. Um es mal ganz einfach jetzt auszudrücken. Das Verschwinden von Malgus. Ja, könnt ihr euch kennen. Das mache ich wahrscheinlich nach der Aufnahme auch. Jetzt hier aber nicht.
Okay, 30.000 Credits und 30.000 Ruhmpunkte. Gut, die kann ich auch so mir holen. Aber wir haben auf jeden Fall eine neue Story gehabt. So. Also, wenn wahrscheinlich da noch ein Flashpoint kommt, wird er entweder wahrscheinlich hier hinkommen oder da. Also, genug Platz ist hier auf jeden Fall noch auf der Map. Und hier in diesen ganzen Gängen, da und da und da und da, 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 da. Hier ist überall ja noch Platz. Ich sehe jetzt schon nicht mehr durch, wo ich überhaupt hier rauskomme. Wo ist denn hier der scheiß Ausgang? Ach, da. Da, wo der Fahrstuhl ist, natürlich. Vor allen Dingen, wer legt dieses Kabel hier genau auf den Weg? Na, ist egal. Auf jeden Fall. Dann zeige ich euch nochmal ganz kurz was mit den Sessions. Also man kann ja hier ganz normal sich durchspielen. Jetzt ist meine Leiste auch wieder gesperrt. Jetzt geht es auch wieder. Ja. Eben als Gratisspieler eben nur die obere Leiste. Als Abonnent beide Leisten. Und ja, wenn man eben alles hat, das ist hier bei 20. Auf Stufe 100 gibt es hier... Ja, eben auch nochmal diese Dinge. Und mit, ich glaube, 8 von diesen Tokens kann man sich dann eine Festung holen. Man kann, glaube ich, bis zu 15 verdienen, wenn man Abonnent ist. Und, glaube ich, bis zu 5, wenn man Free-to-Play ist. Also die Festung kann man sich dann in der ersten Session nicht holen. Es sei denn, man holt sich kurz vor Ende, also man ist Stufe 100, hat ein Abo. Und damit bekommt man die andere Belohnung ja auch noch. Und ich glaube, man kann auch, wenn ihr hier gerade den Kartellmünzen hier seht, man kann andererseits sich die Levels auch mit Kartellmünzen kaufen, das haben einige auch schon gemacht. Die haben sich direkt am ersten Tag bis 100 hochgekauft und sich direkt die Festung geholt. Kann man natürlich machen. Ist natürlich sehr kostenintensiv, denn jedes Level kostet 100 Kartellmünzen. Und wenn man das Ganze zusammenrechnet, kommt man am Ende auf, okay, weil ich jetzt schon ein paar Level habe, sind es 9.500, aber insgesamt sind 10.000 Kartellmünzen, davon gibt es 4.000 für die Belohnung zurück. Kommt man auf 6.000, die man bezahlt. Ist es mir persönlich nicht wert und werde ich auch deshalb nicht machen. Ich werde es vernünftig durchspielen, komplett keine einzige Kartellmünze investieren, dafür 4.000 rausbekommen. Das finde ich ein guter Deal. Später wird es auch die Möglichkeit geben, sich einzelne Levels damit Credits zu kaufen. Ich glaube, das war 150.000, dann 350.000, glaube ich, und dann wahrscheinlich 750.000 oder 800.000 oder so ähnlich. Ja, dann gibt es übrigens auch noch den neuen Gefährten, den wollte ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Habe ich extra nach unten gelegt, hier verzierte kubanische Schatulle. Aktivieren wir das einfach mal, das Teil. Freischaltung erfolgreich. Ich bekomme nämlich hier einen seltsamen Holo-Kommunikator. Wer Artusok erst im Laufe des Abenteuers treffen möchte, kann dieses Gerät benutzen, um sich seine Aufmerksamkeit schon früher zu sichern und ihn sofort als Gefährten freizuschalten. Okay. Hier. Rekrutierungsmission, die gibt's doch gar nicht. Okay, den bekommt man nämlich hier. Sieht so aus. Ach du Scheiße. Ja, die hat man nämlich auch schon gesehen auf dem Bild. Keine Schönheit. Da gibt es auch noch irgendwo dieses Gefährtengeschenk. Ach stimmt, einen Gleiter gibt es auch noch. Den kann ich aber, glaube ich, hier nicht aktivieren. Da muss ich mal kurz nach draußen gehen. Ich weiß übrigens auch gar nicht, ob ich das hier alles als... Hört sich an wie eine Luftschleuse, okay. Ob ich das hier alles als eine Folge hochlade, ob ich das jetzt verschiebe. Ich denke mal, ich werde es in verschiedene Folgen schieben. Hier ist übrigens auch noch oben auch noch eine weitere Quest. Jetzt weiß ich gar nicht, was das ist. Aber kann ich nämlich hier dem Typen hier dieses Gefährtengeschenk geben, dann kriegt er nämlich gleich 10. Oh, das zählt sogar Hilfe. Achso, und genau für die Levels hier, weil sich jetzt mich einige gefragt haben. Man kann hier nur Punkte machen, indem man tägliche Quests macht oder wöchentliche Quests. Die wöchentliche habe ich schon abgeschlossen. Das war, glaube ich, 6 oder nee, oder 4-mal Raumjäger. Genau hier. Steht nicht da. Eine bestimmte Anzahl an Raumjägermissionen gibt es ja auch noch. Operationen kann ich nicht machen, deswegen muss ich das weglassen. Dann gibt es hier noch Gegner besiegen und hier in dem Fall zweimal Gegner besiegen. Gestern hatte ich auch zweimal Dailies gehabt, also es gibt alles Mögliche. Man sieht, ich habe auch schon einiges an Eroberungspunkten gesammelt diese Woche. Ja, also das muss man hier machen, dann kann man das machen. Diese Quests hier sind täglich, auch wenn die sich jeden Tag ändern, die ändern sich wöchentlich. Muss natürlich Glück haben, dass man ordentliche Quests kriegt. Am besten natürlich irgendwas mit Flashpoints und nicht mit Operationen. Geht natürlich einfach und ist natürlich auch für Free-to-Play-Spieler möglich. Hier gibt es auch noch eine Säule. Enklaven-Dreifach-Säule. Kann natürlich sein, dass sie sich auch sich die Items hier verändern, je nachdem, wie oft man den Flashpoint spielt. Auf jeden Fall hier. Könnt ihr euch hier durchschauen. Es sind nicht ganz so viele Belohnungen, aber es geht. So, aber meine... Also die Nummer 4 ist halt auch Sub. Aber das Gute ist halt auch, wie ich es vorhin schon erklärt habe, wenn ihr jetzt als Gratisspieler bis hier bis 100 durchspielt, dann bekommt ihr ja nur diese Leiste. Wenn ihr dann extra danach dann noch abonniert, könnt ihr alle anderen Belohnungen trotzdem noch bekommen. Das ist ein guter Vorteil.
die man auf jeden Fall auch benutzen sollte. Werde ich auch auf jeden Fall benutzen. Auch wenn ich jetzt dafür das Abo auch zahlen muss. Ich mache es dann einfach so, ich hole mir einfach 30 Tage als verlängerndes und kündige das einfach sofort und dann haben wir das Problem nicht gehabt. Am besten mit PayPal bezahlen oder sowas, das geht ja relativ einfach. Egal. Anderes Thema. Ich weiß gar nicht, was das hier noch ist. Geheimnis von Gast, das kann natürlich auch jetzt wieder diese Quest sein. Ich guck mal ganz kurz. Sprich mit dem fremden Kubas. Okay. Ach komm, machen wir das nochmal schnell hier, wenn wir gerade schon dabei sind. Genau, da ist er nämlich. Ich freue mich sehr, dass ihr euch mit mir trefft. Was für ein bedeutender Augenblick. Ihr fragt euch sicher, warum ich euch aufsuche. Und gewiss fragt ihr euch, wer ich bin. Aber ich weiß, wer ihr seid. Das hört sich so ekelhaft an. Die geschätzte Kommandantin der Allianz ist gleichermaßen berechtigt wie angesehen. Es ist eine Ehre, vor jemandem eures Formats zu stehen. Okay, das sagen andere nicht. Was wollt ihr? Euch meine Dienste anbieten, natürlich. Ich bin Alto Zack Adorn. Ich war einer der wichtigsten Informationsmakler im Syndikat des Schleiers. Bis, sagen wir einfach, meine Vorgesetzten und ich waren hinsichtlich der Absicherung der Organisation unterschiedlicher Meinung. Okay, das bin ich jeden Tag. Nach meinem Abschied habe ich weiterhin für prominente Kunden gearbeitet, allerdings noch nach meinen Befragungen. Ich habe nur für Kunden, die Dinge in der Galaxis zum Besseren wenden möchten. Okay. Seid ihr deshalb hier? In der Tat, seid ihr so scharfsinnig, wie ich gehofft hatte. Eure Reise war wirklich ein unvergesslicher Anblick. Es wäre meine große Freude, euch hinsichtlich eurer Ziele zu unterstützen. Ich habe nicht nur Erfahrung mit den 7 Daten, sondern überdies ein auszeichneter Schütze. Wir könnten 100 Welten suchen und würdet doch niemanden finden, der an mich heranreicht. Es gibt niemanden, der meine Dienste besser einschätzen kann als ihr. Wenn ihr wollt, schließe ich mich euch an eurer Stelle an. Okay, er hat sich jetzt ja schon angeschlossen wegen dem Kommunikator, okay. Gute Leute brauche ich immer. Willkommen an Bord. Ich werde eure Entscheidung nicht bereuen. Tatsächlich bin ich sogar sicher, dass ihr eines Tages die Bedeutung des Augenblicks erkennen werdet. Wo sollen wir anfangen? Okay. Der Fremde kommt von Kobindi. Haben wir hier abgeschlossen. Dann gibt es hier noch 50 erreichen. Das sollte mit den Belohnungen kein Problem sein. Okay, 9 Punkte gibt es einfach mal. Okay, 150 Gegner. Also hier auf jeden Fall als bei dem Typen Insektoiden besiegen. Das sind, glaube ich, alle Tiergegner. Da gibt es ja auch noch Nico Oka. Ich glaube, den kann man sich auch noch kaufen. Das war ja früher meine Abo-Belohnung. Okay, ich weiß zwar nicht, wie man das jetzt hier macht, aber ist auch egal. Okay, ich habe noch nicht mal 1000 Feinde mit dem besiegt. Hier mit dem bescheuerten Droiden. Ach, das ist diese Kacke hier. Dauerhafter Komfort, das ist die Quest, die hier drin ist. Hier in der Kantina. Oh, die ist Müll, die Quest. Aber 20 Kartellmützen sind nicht schlecht. Aber so egal. Was habe ich hier noch? Achso, Republik. Muss ich auch mal machen, irgendwann mal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal ein Folgenende. Ist ja auch lang genug, die Folge. Bis zur nächsten Folge und ciao. Ach, ich hasse das. Bis zur nächsten Folge und ciao.